Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Danke, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Am Wochenende schnappe ich mir gerne die Anzeigenblättchen und stöber in den Prospekten, was in der kommenden Woche es für Angebote gibt. Habe ich diese Woche auch gemacht und habe Interessantes entdeckt. Eine Erinnerung. Am 21. September ist Welttag der Dankbarkeit. Und die sollte man natürlich mit einer bestimmten Schokolade feiern. Aber der Ursprung hat gar nichts mit Schokolade zu tun. 1977 hat die UN diesen weltweiten Tag der Dankbarkeit ins Leben gerufen. Tolle Idee. Dankbarkeit, das ist mir in den letzten Tagen nochmal ganz neu wichtig geworden, ist eine Entscheidung. Dankbarkeit fliegt mir nicht zu. Und mitten im Alltag, wo es Dinge gibt, über die ich traurig bin, die mich ärgern, die ich nicht verstehe, gibt es aber immer wieder kleine und große Gründe zum Gott sei Dank sagen. Aber ich muss mich dafür entscheiden, diese Dinge zu sehen und diese Dinge auch in mein Herz zu lassen und nicht nur das Grummelige da drin zu lassen. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Das ist mein Gedanke zum Welttag der Dankbarkeit. Aber noch mehr. Wie wäre es, wenn du am 21. September einfach mal ganz oft Danke sagst? Menschen, denen du vielleicht noch nie Danke gesagt hast. Der Arzthelferin beim Zahnarzt zum Beispiel. Oder dem Kassierer beim Supermarkt oder dem Postboten. Oder. Ich glaube, dass dir ganz viele Ideen kommen, wem du mal Danke sagen kannst für die Arbeit. Vielleicht dem Müllmann, der Müllfrau, die dafür sorgen, dass wir nicht im Dreck ersticken. Danke sagen tut so gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir damit Zeichen setzen, mitten im Alltag. Wenn du jemandem Danke sagst am 21. September, dann kannst du mir das gerne schreiben an kontakt@sabine-langenbach.de. Und unter den Einsendern verlose ich mein neues Adventskalenderbuch 24 Mal hinhören im Advent als Dankeschön, dass du Danke gesagt hast. Ich wünsche dir eine dankbare Woche und bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.